Bleib liegen. Muss nicht aufstehen, nur wegen mir, Mensch. Tipp, 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 tipp. Oh. Wie lange die wohl schon liegt? Ich meine, ich habe sie ja nur angetickt und sie platzt. Ist irgendwie nicht so schön. Ihr seid auch nicht sehr schön. Mein Gepäck ist voll. Mein Gepäck ist voll. Ah, komm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben ja unser Mat, den wir voll lagern können. Da war ja was. So, 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 so. Ups. Ja? So, aber wie ich mich jetzt noch erinnern kann, ja, check, jetzt brauchen wir wieder ein paar Stadtrollen. 5 Stück mit, das soll lang. So, jetzt verkaufen wir erstmal. Weg. 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 Zack. Hatten wir das nicht gerade ausgerüstet? Muss ich gleich nochmal kontrollieren, bevor ich es verkaufe. Sollten wir auch. Eispanzer. Aber da. Ach, scheiß drauf. Ich werde spüren, wenn es jetzt die falsche Entscheidung war. Ah, da wir keinen Eisschaden machen, hau ich es mal weg. Ich weiß jetzt, wir bestimmt sich wieder am Kopf fassen. Aber wie sagt man so schön, lernen durch Schmerz. Oh, plus 1% Erfahrung ist natürlich auch sehr nice. Ah, komm, hauen wir weg. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wieso hat mein... Doch, hat er. Ah, okay, das Ding hat aber... Das finde ich natürlich, jetzt muss ich abwägen. Rüstung pro Treffer um 15 verringert. Ist natürlich auch sehr schön. Ja, komm, wir lassen das Ding drin. Das haben wir gerade so schön gefunden. Das für Stufe 14. Das wäre ja sogar von der Stufe her besser, Mensch. Nee, mehr. Du behältst was Wertvolles. Ich stehe zu Diensten. Dankeschön. So, bringen wir mal den Rest in die Kiste, in unsere Kiste. Wie wir hier noch Feines haben. Das ist nur wieder mein unglaublicher Sammeltrieb, so wie ich das gerade sehe. Haben wir alles. Wir haben Stadtportale, wir haben Edifikationsrollen. Wir haben das. Abblocken erlernen. Dieses Training erhöht die Blockchance mit einem Schild. Oh. Ihr habt einen neuen Zauberspruch in eure Zauberbuch eingetragen. Ihr könnt ihn jetzt wie jede andere Fähigkeit einsetzen. Fähigkeiten und Zaubersprüche können mit einem Klick der Kürzel Kurztasten des am unteren Bildschirmrand zugewiesen werden. Okay. Immer aktiviert. Da ich ja kein Schild trage, war das ganz gut, dass ich es geschafft habe. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Es ist fair. Ich weiß. So, wollen wir weiter runter gehen und gucken. Geht weg. Ich will nicht durchspielen. Das merkt man sich fertig, du hast eine neue Kette. Sauber! Let's my boy! Na komm, aber wenn schon, denn schon, tut mir leid, Leute, aber dann müssen wir hier mal richtig aufdecken. Natürlich wieder verlassen vom Weg hier. Nein, dann renne ich erstmal hier hin. Systematisch die Ecken abklappen. Ist auch ganz gut. Also mein Gegner nicht. So wie man es zurzeit sieht. Aber der Rest. Uff. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Jetzt geht's wieder los. Einen wunderschönen Schluck aus meiner Mana-Pulle.
Weiter geht's. Hier, keine Müdigkeit vorstellen. Nicht wie der da gerade selber spielt. Komm mal, Mad. Mad ist zur Stelle. Da war das große Wuseln. Da gehen wir jetzt hin. Ja, ich treffe natürlich wieder nicht. Ah ja, klar. Puff. Ja, sag ich auch immer. Es geht hier nicht hoch. Schnappen wir uns den Dengel. Oh, ich glaube, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Sorry. An alle da draußen, die jetzt einen Gehörschutz kriegen. Gehörschutz? Nein, Gehörsturz. Meine Aussprache lässt zu wünschen übrig, manchmal. Es tut mir leid. Tut mir leid. Was zum... Yeah. Ja, meine Alice-Aufnahme habe ich vorhin auch abgebrochen. Da muss ich noch irgendwo, woran es liegt. Aber das Spiel scheint jetzt wieder flüssig zu laufen. Oder was heißt wieder? Es läuft flüssig. Keine Ahnung, da bei Alice hat es ein bisschen gehakt. Das hat mich selber so ein bisschen genervt, dass ich erstmal Pause gemacht habe. Ich brauche mehr Mana. Ich halte meinen Rechner nicht recht sauber. Ich baue sogar die Lüfter von der Grafikkarte und alles ab, damit neue Tasten aufkommen und so weiter. Deswegen wundert mich das. Mein PC hat sehr gut bei mir. Er wird gehegt und gepflegt. Ich meine, seien wir ehrlich. Jeder, der seinen Rechner selbst gekauft hat, weiß, die Teile sind nicht billig. Und wenn man ein bisschen investiert hat, dann möchte man auch noch aufpassen. Das ist ja nicht so. Bin ich bestimmt wieder allein und verlassen hier oben auf dem Hügel. Keiner da. Hilfe. Falsche Taste. So. Ein paar Gegner knüppeln hier. So. Bisschen Feuer spucken. Ah, habt ihr das eigentlich gesehen in den Nachrichten, das mit der Windkraftanlage da? Das ist ja auch wieder eine Frage. Wie kann man denn 50 Kilometer, okay, ja, also okay, ich weiß ja, diese 50 Kilometer Stromkabel fehlen ja, weil in der Ostsee Zweite Weltkrieg Bomben waren, genau auf dieser Strecke. Aber das war ja vorher schon bekannt, jetzt frage ich mich, jetzt hieß es ja, ne, da müssen ja, ich bin der Meinung, es waren pro Tag 22.000 Liter Benzin, wenn, soweit ich mich recht erinnere. Das wird ja auch wieder von den Steuergeldern gekauft. Wieso wird denn für so eine Fehlplanung, bin ich immer noch der Meinung, müssten die eins draufkriegen? Die dürften für sowas nicht durchkommen. Weil, wie es gesagt wurde, auf wer trägt die Scheiße wieder aus? Das sind die, ja, indem die Strompreise erhöht werden. Für Ökostrom, ja, der von der Natur geliefert wird. Verstehe ich nicht. Also da ist in meinen Augen immer noch ein großer Vorreiter Estland. Also Respekt, die haben so viel Erdwärme. Okay, das ist auch durch die geografische Gegebenheit in diesem Land. Muss man ja nun mal festhalten, ja, das haben wir ja nicht. Aber finde ich gut, finde ich echt gut. Die haben auch gesagt, hier bis 2050 wollen sie auch irgendwie einführen, dass da überall diese Elektroautos sind, weil zurzeit, die sind zwar sehr effektiv mit dem Wasserstoff, nur das Problem ist, dass die Energiekosten, also sprich, um diese Autos zu bauen, sind wohl sehr hoch. Und die haben halt den Vorteil, die schöpfen ja so gesehen die Energie einfach aus dem Boden. Das ist ja der Vorteil, den die haben. Ja, ja. Aber trotzdem, wie zur Sache. Ich finde schon krass, dass man halt für Ökostrom
wo ich auch ehrlich gesagt auch für bin, muss ich mich jetzt mal outen, weil es ist ja eigentlich eine feine Sache, aber wieso müssen wir immer mehr zahlen, ja, und die Typen fahren trotzdem, was weiß ich, wie viel Millionen, schließlich Milliarden ein, aber ich habe halt gesagt, was ich bestimmen, das ist nicht meine Gehaltsklasse. Ich komm, ich kann mich bewegen, ich kann mich auch. Ich brauche dann mal, da hau uns gleich noch einen Trank rein. Hau mal die Schwarzwald-Typen hier ein. Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. In einer Höhle unter dem See sind noch weitere Gefangene. Gleich außerhalb der Hütte in der Nähe gibt es eine Luke, die zu der Sklavenhändlerhöhle führt. Kennen wir uns? Okay, die müssen wir jetzt finden. Die müssen wir finden. Da geht es dann bestimmt weiter. Hauptschlüssel. Obwohl, halt, Moment, das ist ja genau das. Wenn ich ihn jetzt, steht er da noch? Oh, willkommen. Hab Dank, dass ihr mich rettet. Gleich außerhalb der Hütte in der Nähe gibt es eine Luke, die zur Sklavenhändlerhöhle führt. Das müsste das ja sein. Sklavenhändler. Aber noch ein Stück zu. Ich muss erstmal die Map machen. Sorry, Leute. Ich will erstmal alles erkunden hier. Vielleicht finden wir noch ein paar schicke Sachen. Okay, hier drin haben wir alles. Jetzt gehen wir noch mal raus in die freie Wildbahn. Fange noch mal die Viecher ab hier. Gut, dass ihr es geschafft habt. Wir sollten ein paar esterianische Flüchtlinge von den Sklavenhändlern befreien, aber wir kamen nicht sehr weit. Kedrick, der Anführer der Sklavenhändler, hat sich in einer Grotte unter dem See verschanzt. Ja, den kriegen wir gleich noch. Ich muss nur mal kurz die Welt aufdecken hier. Verlassenes ist da. Refugium. Das ist bestimmt übelst hundertprozentig verlassen, könnte ich wetten. Oh, hier zum Beispiel. Nein, die gelten nicht als Gegner. Die wurden ausgeschlossen. Diskriminierung. Welche Ausdrücke haben wir dir nicht erreicht? Und die Köder. Die Köters. Zack. Ich weiß nicht, ob ich hier kleine Aussetzer gerade im Spiel hatte. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen müde werde. Da waren es bestimmt meine eigenen körperlichen Aussetzer. Augen-TD und so. Zack, der Kriegshammer. Ja, ja. So, was haben wir hier? Fehlender Zusatzschlüssel. Ah, okay. Den. So, jetzt haben wir da oben nur noch eine Ecke. Da latsche ich jetzt auch ganz schnell hin. Und dann geht's wieder runter in die Höhle. Die Höhle. Was wird uns da drin erwarten? Grausame Sachen. Eine Akt der Gewalt. Man weiß es. Ins Haus. Das tun wir jetzt. So, laufen wir mal zur Höhle. Spaß beiseite. Der Weg ist so lang. Ich brauche ein Pferd. Oder so ein Reitbären oder so. Das wäre doch was Feines. Ich weiß gar nicht, gibt es in Dortmund Reittiere? Ich glaube ja nicht, wa? Das passt ja nicht. Das wäre irgendwie. So, hier machen wir mal die Bandidos hier kaputt. Also nicht die Bandidos, sondern die Banditen.
spielen, falsche Leute hier beleidigen, anmachen. Muss nicht sein. Führt zu Komplikationen in der Gesundheit. Nein. Nein. Hier ist bestimmt nichts drin. Oder ganz am Schluss. Was ist denn beeindruckende Wohnung? Keller. Der war nie ein König. Machen wir mal hier unser Brenn, du Typ, brenn! Ja, da haben wir ihn ja. Und wir haben den Schlüssel, aber ich gucke mich hier trotzdem rum, weil die ist recht groß. So. Ich habe nicht genug Mana. Wenn wir schon hier drin sind, dann machen wir sie komplett. Mein Gepäck ist voll. Mein Gepäck ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das kann ich hier nicht tun. Ich kann nicht mehr tragen. Wir können hier das auch kann ich hier nicht tun.